Sich auszudrücken passiert auf verschiedene Weisen. Und häufig passiert es, wenn du es am wenigsten erwartest. Oh, sieht übel aus, oder? Aber wenn du kreativ bist, kannst du alles in ein wahres Meisterwerk verwandeln. Bleib dran für weitere geniale Klamotten-Hacks. Diese Geister wissen nicht, was ihnen gleich passiert. Was ist nur so spannend an diesen Spielen? Sie sollte stattdessen aufräumen. Ich versuche mich zu konzentrieren, Mama. Okay, na gut. Oh, das Ding ist ganz schön staubig. Oh, Sophia, wie alt sind denn bitte diese Socken? Als ob sie in einer Baracke hausen würde. Deine Socken! Die? Die sind grässlich. Um so ein Loch zu stopfen, folge einfach diesem Muster. Mach weiter und kreise um das Loch herum. Geh immer wieder rum, bis das Loch gestopft ist. Ende mit dem Faden im Inneren der Socke. Hä? Meine Socke? Oh, das ist ziemlich cool. Danke, Mama. Du versteckst doch nicht noch mehr Löcher, oder? Sehr gut. Denk dran, Sophia, es gibt niemanden wie Mama. Oh, diese Klimaanlage ist echt heftig. Oh, ich habe keine Jacke hier, also muss die Decke herhalten. Rein mit euch, ihr Zehen. Mann, die Decke ist viel zu klein. Ach, kommt schon, werdet doch warm. Na gut, ich hol meine Socken. Auf geht's. Moment, nee, eine Motte? Hey, du. Ew, du knabberst an meinem Kaschmir? Du bist sowas von tot. Raus hier, du dumme Motte. Niemand knabbert an meiner Garderobe. Verabschiede dich. Und jetzt kümmern wir uns um die Löcher. Schneide den Ärmel passend zu dieser Falte ab. Leg den Rest des Pullovers beiseite. Dann nutze den Ärmel, um deine Latschen auszukleiden. Falte den Ärmel so über den Schuh und mach das auch mit dem anderen Ende. Jetzt hast du Pantoffeln. Perfekt, um deine Füßchen warm zu halten. Tja, wer braucht schon Socken, wenn du die hast? Jetzt kann ich es mir endlich richtig gemütlich machen. Und dazu noch eine heiße Tasse Tee. Hä? Das Vieh ist immer noch am Leben? Du hast die Schlacht gewonnen, aber nicht den Krieg, Mensch. Meinetwegen, Motte. Ein neuer Tag zum Lernen. Ist das der neue? Und der fährt Motorrad? Aus der Nähe sieht er sogar noch besser aus. Ich gehe hin. Hi, ich bin Sophia. Du bist neu hier, ja? Okay, ich hab's verstanden. Oh, heute war der schlimmste Tag. Ich fühle mich so unsichtbar. Ach, Probleme mit Jungs? Woher weißt du das? Das ist er. Ach, überlass das mir. Die Magie steckt in dieser Box hier. Aber zuerst müssen wir die hier loswerden. Und die hier auch. Jetzt schau mich mal an. Mhm, damit kann ich arbeiten. Ein bisschen Lippenstift? Na also, geht doch. Meine Arbeit ist getan. Lass dich mal anschauen. Oh, ich fühle mich fantastisch. Du kannst die noch gebrauchen. Strumpfhosen? Schnipp, schnapp. Ein paar vorsichtige Schnitte. Und du hast neue Ärmel. Oh, ich sehe perfekt aus. Oh, danke. Wir sehen uns. Mal sehen, ob er mich jetzt noch ignoriert. Wer ist die denn? Nette Ärmel. Brauchst du eine Mitfahrgelegenheit? Ja, sicher. Oh, das hat total funktioniert. Safety first. Auf geht's. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Eiscreme und gute Musik? Ah, das ist der perfekte Samstag. Oh, fast perfekt. Davon lasse ich mir aber nicht die Stimmung verderben. Oh, das ist so gut. Hallo?
Überraschung, ich stehe vor deiner Tür. Oh, ja, das ist toll. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Ich muss mich umziehen, schnell. Hä? Wo ist denn alles hin? Oh, warte. Die Wäsche. Was mache ich denn jetzt? Meine alten Sachen. Ob da was Gescheites drin ist? Das sind meine alten Stoffreste. Manno. Ich hoffe, die ist okay. Was, wenn sie entführt wurde? Oder in der Dusche ausgerutscht ist? Oder sie hat einen neuen Freund? Betty, ich komm rein. Ich habe eine Idee. Ich leg mir den Stoff um die Taille und binde ihn mit einem Knoten zu. Aber ich bin noch nicht fertig. Auch die Seiten werden gebraucht. Und noch ein Knoten. Dann durchziehen und das ganze Ding einmal umdrehen. Hier sind die Ärmel. Und der Fleck ist perfekt abgedeckt. Oh, so hübsch. Yay! Habe ich mein Handy hier drin gelassen? Betty, du lebst noch. Ich habe nur versucht, gut für dich auszusehen. Lass uns von hier verschwinden. Sorry. Oh, sind die Blumen für mich? Sorry, dass ich dich warten ließ. Alles für dich. Hey. Oh, das Spiel war irre. Wir haben den ordentlich in den Hintern getreten. Oh, das Training hat sich gelohnt. Was machst du denn heute Abend? Sieht so aus, als hätte ich ein Date. Wow, mit Theo? Ihr beide seid so verliebt. Ja, das kannst du laut sagen. Was ich meinte war... Sophia? Was? Oh, der Ball hat mir eine Tracht Prügel verpasst. So kann ich doch nicht ausgehen. Aber es ist noch nicht alles vorbei. Denn ich habe die perfekte Lösung. Tada! Zwei Strumpfhosen? Zusammen? Ja, interessant. Zieh zuerst die Hautfarbene an. Wenn du die anhast, dann zieh die schwarze einfach drüber. Mach weiter. Steh auf. Na, siehst du noch blaue Flecken? Keine blauen Flecken zu sehen. Als ob ich neue Beine hätte. Vielen Dank, Betty. Immer doch. Tschüss. Lass uns anfangen. Los geht's. Das muss sofort erledigt werden. Die gehört mir. Schau mal, was du gemacht hast. Wir können mit ihr etwas anfangen. Oh, gute Idee. Wahnsinn, das sieht unglaublich aus. Bitte sehr. Das ist ja süß. Wow, ein Jeanskleid. Toll. Du bist dran, Mia. Erstaunlich. Komm schon, beeil dich. Ich versuche es ja. Warum sind Skinny Jeans so schwer anzuziehen? Nur, warte mal. Es ist schwierig, da zuzusehen. Ich denke, ich schaffe es. Nein, vielleicht nicht. Ich probiere es mal so rum. Was machst du da? Wird nicht lange dauern. Schau, ich habe meinen Fuß durchbekommen. Puh, das war schwierig. Okay, und nun das andere Bein. Oh oh, das klang nicht gut. Oh nein, ist okay. Ich kann mich drum kümmern. Mit dieser Schere. Ich muss nur die richtige Stelle am anderen Bein finden. Das sieht richtig aus. Jetzt mache ich einen Schnitt durch den Stoff. So, abgeschnitten. Das hatte ich so nicht geplant. Ich werde sie besser ausgleichen. Sie scheinen immer kürzer zu werden. Halt! Gib sie mir. Na gut. Es war aber unter Kontrolle. Ja, sicher. Den Rest der Jeans auf einen Tisch legen. Nun nimm eine Schere. Eine diagonale Linie durch eines der Beine schneiden. Jetzt sind sie Shorts. Ich habe diese Strasssteine. Ich schneide sie in Streifen. Jetzt kommt der lustige Teil.
Wir werden die Shorts interessanter machen. Für den nächsten Teil brauchen wir eine Klebepistole. Ich gebe einen kleinen Kleckskleber auf den Rand der Shorts, dann die Stresssteine aufkleben. Ich mache das gleiche entlang der Shorts und ich werde verschiedene Längen verwenden. So, alles fertig. Die sehen gut aus. Ich hoffe, sie gefällt mir. Okay, probier sie. Wow, die ist erstaunlich. Danke, Betty. Ich mache nur mein Ding. Du bist die Beste. Sieht gut aus. Eine kleinere Tusche und ich bin fertig. Betty, schau dir dieses Zimmer an. Es ist ein einziges Durcheinander. Das ist eine Schande. Überall liegen Make-up und Kleidung herum. Du musst das aufräumen, junge Dame. So schlimm ist es nicht. Soll das ein Scherz sein? Ich kann nicht mal... Gut, ich werde das tun. Oh, da ist etwas drin. Oh, das bringt mich auf eine Idee. Das würde alles organisieren. Ich könnte diese alten Jeans gebrauchen. Hm, ein Versuch ist es wert. Ich mache nur einen Platz frei. Mal sehen, was in dieser Box ist. Das sind sehr viele Jeans. Zumindest werden sie nützlich sein. Jetzt an die Arbeit. Ich habe meine treue Schere. Ich fange mit dieser Jeans an. Ich werde die Gesäßtasche ausschneiden. Ich möchte, dass die Tasche intakt bleibt. Ich brauche ein paar mehr Taschen. Jetzt nehme ich ein Stück Jeansstoff. Ich werde Kleber auf die Seite geben. Dann klebe ich diesen Schnürsenkel daran. Ich mache das gleiche auf der anderen Seite. Ich knote den überschüssigen Schnürsenkel. Danach trage ich Kleber auf die Rückseite der Taschen auf. Ich brauche nicht viel Kleber. Ich drehe sie um und klebe sie an den Stoff. Ich drücke sie herunter und stelle sicher, dass sie richtig sitzt. Ich klebe den Rest der Taschen drauf. Das ist die letzte. Und das war's. Jetzt muss ich nur noch einen Platz finden, um es aufzuhängen. Perfekt. Es ist großartig, um Ordnung zu halten. Hörst du mich? Lege dein ganzes Make-up hier rein. Wie schwer war das? Wow, danke, Mama. Kein Durcheinander mehr. Mama? Ich sag nichts. Wow, diese Zeichnung sieht gut aus. Oh, ich kann Mia einen Streich spielen. Schön ruhig. Sie hat keine Ahnung. Ups. Was zum... Wie hast du das geschafft? Wow, lass mich das mal sehen. Mia, die hatte ich an. Ich habe eine tolle Idee. Fügen wir den Jeans ein paar weitere Designs hinzu. Ich beginne damit, die Zeichnung mit einem normalen Stift zu skizzieren. Damit bin ich zufrieden. Jetzt gehe ich mit einem Filzstift drüber. Dann kann ich etwas Farbe hinzufügen. Ich muss nur in der Reihe bleiben. Die werden so gut aussehen. Und es ist eine großartige Art, kreativ zu sein. Jetzt können wir etwas an der Unterseite des Beins hinzufügen. Zeichnen wir einen süßen Hund. Erstmal eine Skizze, dann ausmalen. Diese Jeans wird einzigartig sein. Wahnsinn! Jetzt machen wir die Gesäßtasche. Das sollte ich beruflich machen. Ich denke, das ist genug. Auf gar keinen Fall! Was hältst du davon? Wow! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Du bist so begabt. Ich glaube, das ist jetzt meine Lieblingsjeans. So cool. Danke, Mia. Oh, warte hier. Bitteschön. Im Ernst? Komm schon. Na gut, aber du schuldest mir was. Natürlich gehe ich zur Party. Hallo, Teddys. Ich hoffe, dort sind süße Typen. Betty, lass uns spielen. Hau ab, ich bin am Telefon. Wirklich? Er geht auch? Ich liebe euch Teddys trotzdem. Ich frage mich, wovon Betty spricht. Ich muss vorsichtig sein. Oh, interessant. Weg da. Oh, du machst echt keinen Spaß. Es muss doch was geben, was ich tun kann. Ich könnte vorgeben, Modedesignerin zu sein. Bettys Kleidung ist langweilig. Ich kann sie stylischer machen.
Es braucht nur einen kleinen Schnitt hier. Oh ja, das ist viel besser. Er ist so... Warte, das ist meins. Was war das? Halt! Was? Du bist so eine Göre. Gib das her. Das ist ruiniert. Aber es hat viel Spaß gemacht. Warte, vielleicht muss ich es nicht wegwerfen. Ich kann es immer noch anziehen. Zuerst muss ich es in der Hälfte falten. Dann mache ich einen Schnitt in der Mitte. Ich muss die Linie gerade halten. Ich schneide die Ärmel und die Seiten ab. Jetzt werde ich noch ein paar Schnitte machen. Aber ich werde knapp unter der Halslinie stoppen. Wenn ich es aufhalte, hat es Quasten. Okay, ich muss es ausbreiten. Ich nehme diese zwei Quasten und binde sie zusammen. Den Rest binde ich auch. Es ist wie beim Haareflechten. Ich füge Knoten unten an den Quasten hinzu. Ich möchte, dass es wie ein Netz aussieht. Wow, das ist genau das, was ich wollte. Aber ich kann es so nicht tragen. Das ist schon besser. Wow, es sieht so süß aus. Du bist immer noch langweilig. Ich bin bereit für die Party. Vielleicht kann ich auch ihre Tasche verbessern. Haha, mir, nein! Ich freue mich schon voll auf das Date. Ich hoffe, er beeilt sich. Hat er mich versetzt? Wo bist du? Warum passiert das immer mir? Ein leckerer Milchshake. Ist das Mia? Mia, hey, wie geht's? Es ist so schön, dich zu sehen. Lange nicht gesehen. Ah! Ups. Mein Rock ist ruiniert. Ich bin auf einem Date. Oh, bist du? Ich kümmere mich darum. Entspann dich einfach. Ich habe immer einen Ersatz. Das passiert sehr oft. Dem Top geht's gut. Es ist mein Rock. Probier es einfach an. Genau so. Mach weiter. Warum mache ich das? Sieht aber nicht richtig aus. Lass mich dir helfen. Wir müssen die Träger richten. Was soll das Ganze? Ich ziehe es nach unten. Und schon ist es ein Rock. Ziehe den Befleckten aus. Ein ganz neues Outfit. Ups. Oh mein Gott, du bist die Beste. Oh, er wird bald kommen. Viel Glück. Das hoffe ich. Oh, mein Getränk. Danke. Gestatten Sie mir? Oh, jemand ruft mich an. Ein Moment. Nein, nicht schon wieder. Es tut mir so leid. Ich bin wirklich ungeschickt. Warten Sie, ich habe eine Idee. Vielleicht können wir diesen Schal verwenden. Ein Versuch ist es wert. Ich wickle den Schal um mich und halte die Enden fest. Jetzt nehme ich meinen Ring und ziehe die Enden durch ihn hindurch. Ich schiebe den Ring ganz entlang des Schals. Er befestigt den Schal um mich herum. Ich lege mir die Enden um den Hals und binde sie fest. Einfach so. Sie sehen fantastisch aus. Das steht Ihnen wirklich gut. Ich bin so erleichtert. Bitte, setzen Sie sich. Versuchen wir das nochmal. Tut mir leid, ich bin gerade etwas nervös. Oh, da bist du ja. Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Die sind für dich. Ups. Es war ein Versehen. Oh nein. Nein. Also, kein zweites Date. Betty? Ich habe keine Ersatztops mehr. Das war's. Ich bleibe ledig. Oh mein Gott. Ich brauche einen neuen Look. Die müssen raus. Die Brille brauche ich auch nicht. Die nehme ich. Und ich muss was mit diesem Hemd machen. Hey, Mindy. Ich nehme das, Lilly. Jetzt kann die Party starten. Die sehen echt toll hier aus. Jeder liebt Wassermelone. Und meine Party bekommt ein tropisches Feeling. Ich öffne die Vorhänge. Ich glaube, das war's. Sieht toll aus. Moment. Fast hätte ich was vergessen. Meine Wassermelone. Sie ist echt hübsch. Ich nehme sie mit ins Wohnzimmer. Wow! Nein!
Warum ist die Welt so grausam? Was mache ich denn jetzt? Oh, ich hab's. Der Laden ist geschlossen. Aber ich brauche eine Wassermelone. Ich finde meine eigene. Das sieht nicht gut aus. Vielleicht habe ich hier mehr Glück. Oh, das war wirklich keine gute Idee. Endlich! Leckere Wassermelonen! Oh Mist, mein T-Shirt. Naja, das ist jetzt erstmal unwichtig. Oh, Moment! Ich habe keine Tüte zum Tragen. Aber vielleicht brauche ich auch keine. Wenn ich noch ein paar Löcher in mein T-Shirt mache, kann ich es ja benutzen. Es ist ja sowieso schon ruiniert. Okay, das sollte reichen. Ich ziehe es aus und drehe es um. Dann mache ich einen Knoten. Das sollte reichen. Die Wassermelone müsste hier reinpassen. Und ich kann sie nach Hause tragen. Genau, was ich brauche. Los geht's. Wir sind wieder sicher zu Hause angekommen. Und ich lege die Wassermelone genau hier hin. Das war echt nützlich. Hey, ist das eine Wassermelone? Oh, ich will auch ein Stück. So saftig. Ich liebe es. Zeit, den Müll rauszubringen. Ich bin so müde. Ich brauche einen Faulenzertag. Oh, das stinkt total. Oh nein, das ist Chris. Er darf mich doch so nicht sehen. Ich sehe aus wie Müll. Ich muss mir schnell was einfallen lassen. Warum musst du ausgerechnet da sitzen? Ich verstecke mich hier, bis er weg ist. Komm schon, Chris, geh einfach. Oh nein, er läuft in meine Richtung. Was mache ich denn jetzt? Es gibt nur eine Lösung. Was? Das kann ich ja nicht glauben. Bin schon auf dem Weg. Out. Jetzt sehe ich echt aus wie Müll. Aber wenigstens habe ich mich nicht blamiert. Nein, keine gute Idee. Komm schon, denk nach. Irgendwas muss ich doch tun können. Vielleicht kann ich etwas Abfall benutzen. Verzweifelte Zeiten fordern verzweifelte Maßnahmen. Ich meine, so schlimm ist es doch nicht. Was? Das kann ich nicht glauben. Alles okay, Bro? Hau ab. Warte, kenne ich dich? Luna? Hi, Chris. Was machst du da? Du siehst aus wie ein Penner. Du musst nicht so gemein sein. Du bist echt ein Loser. Er ist so gemein. Nein, so schwer kann das doch nicht sein. Oh, wie nervig. Oh, hallo. Was zum? Ich brauche dein Kleid. Wir können tauschen. Du hast schon einen Schuss. Ew. Ich dachte, das wäre ein guter Deal. Ach. Moment, ich glaube, ich hab's. Ich nehme einfach die Arme aus den Ärmeln und ziehe sie durch den Kragen oben. Dann binde ich die Ärmel vorne und binde sie dann um meinen Hals. Das ist echt süß. Oh, meine Haare. Schon besser. Was? Das kann ich ja nicht glauben. Bin schon auf dem Weg. Chris? Hey, komm zurück. Oh, hi, was geht? Hey, Luna, du siehst toll aus. Schön, dass dir das auffällt. Oh mein Gott, er ist so lustig. Oh, ich habe gerade die süßeste Nachricht bekommen. Gibt's nicht. Schau, Chris hat mich gerade um ein Date gebeten. Was? Neidisch? Warte. Schau dir das an. Chris hat auch mich um ein Date gebeten. Wie kann er mir das antun? Männer, das muss doch ein Versehen sein. Ich weiß, warum sollte er dich um ein Date bitten? Nur eine von uns kann Chris daten, okay? Okay, und das werde ich sein. Ja, klar. Das werden wir ja sehen. Ich werde Chris richtig umhauen. Ich kann das Spiel auch spielen. Ich wollte diesen Lippenstift tragen. Oh, wie schade. Kein Problem. Ich liebe diese Ohrringe. Haben mir sowieso nicht gefallen. Die hier sind viel schöner. Red dir das nur ein. Ich hole meine Tasche. Ich auch. Diese hier. Das soll wohl ein Scherz sein. Sieht sowieso billig aus. Diese Jeans sehen toll aus. Die gehören aber mir. Nein, tun sie nicht?
Lass los! Lass los! Ich habe sie zuerst gesehen! Hör auf! Zwing mich nicht! Oh, schau, was du angerichtet hast! Hm, du kannst sie haben! Viel Glück! Aber... Was mache ich denn jetzt? So kann ich die nicht tragen. Es sei denn, ich muss sie noch mehr zerreißen. Dann stecke ich meine Arme durch die Beine. Und dann meinen Kopf durch den Riss. Genau so. Jetzt ziehe ich sie runter. Wow, das sieht toll aus. Zeit zum Gehen. Nicht so schnell. Sieht gut aus. Was? Ich gebe es zu. Ich bin beeindruckt. Aus dem Weg. Chris? Mit wem ist er da? Wow. Oh, hey Mädels. Oh, Zwillinge. Lass uns das Ganze vergessen. Nach dir. Ich warte nur auf Mandy. Oh, da ist sie ja. Muss auflegen. Hey, wie geht's dir? Wollen wir los? Hä? Ich kann nicht aufstehen. Seltsam. Nun, Mist, das ist nasse Farbe. Nein, das Schild habe ich nicht gesehen. Warum musste mir das passieren? Ich kann nicht aufstehen. Ich klebe an der Bank. Das passiert öfter, als man denkt. Was mache ich jetzt? Moment. Habe ich Farbe benutzt oder Kleber? Ups. Einfach so tun, als wäre nichts. Das bringt nichts. Ich bleibe hier. Warte, vielleicht kann ich dir helfen. Ich dachte, das würde funktionieren. Sieh stärker! Komm schon, runter von meiner Bank! Was für ein Workout. Das war anstrengend. Was du nicht sagst. Wie sieht das aus? Sag mir die Wahrheit. Schlimm, oder? Ach, total. Warte. Ich kann das retten. Ich brauche nur ein paar Sachen. Ich nehme das. Das waren meine Lieblingsjeans. Okay, an die Arbeit. Vertrau mir. Ich sprühe einfach Farbe über deine Jeans. Und benutze Schablonen. Das wird toll aussehen. Noch ein paar Linien weiter. Oh, das wird hier richtig toll aussehen. Ich sollte echt Designer werden. Das sollte hier unten reichen. Nun zur Vorderseite. Dieses Stück Pappe verhindert, dass Farbe auf deine Haut gelangt. Du solltest mich dafür bezahlen. Ha! Okay, nur noch ein paar Details. Das war's. Fertig. Wie findest du's? Wow, die sehen großartig aus. Ich kann nicht glauben, dass ich eine personalisierte Jeans habe. Du bist ein Genie. Dafür sind Freunde doch da. Okay, lass uns gehen. Wo ist meine Farbe? Sie muss doch irgendwo hier sein. Puh, die darf ich doch nicht verlieren. Oh oh, ich habe gerade einen großen Fehler gemacht. Ist Kleidung nicht toll? Sie kann lässig und bequem oder stylisch und streng sein. Aber natürlich kann auch Kleidung eine Menge Probleme verursachen. Oh, ich liebe das so sehr. Ich wünschte, ich könnte nur von Schokolade leben. Und Eiscreme natürlich. Wow, das ist eine Menge Junkfood für eine Person. Was machst du da? Das ist alles purer Zucker. Wenn du weiter so isst, wirst du nicht mehr lange so aussehen. Ich schätze, du hast recht, aber wäre das so schlimm? Yes! Endlich habe ich all die Schokolade, die ich immer wollte. Uff, das will ich nicht für mich. Ich muss auch anfangen zu trainieren. Keine Jogginghosen mehr für mich. Irgendwo hier drin muss doch Trainingskleidung sein. Mist, das ist das einzige Paar, das ich finde. Und was stimmt damit nicht? Ich meine, schau sie dir an. Die ist nicht gut. Ich bin mir sicher, du kannst etwas tun, damit sie wie meine sind. Das ist eine echt gute Idee. Ich lege sie schön flach hin. Und dann brauche ich eine Schere.
Zeit, sie zuzuschneiden, damit sie kürzer wird. Ich mache es schön langsam, der Schnitt soll gerade sein. Genauso, komplett beide Beine entlang. Perfekt, sie ist bereit zum Anprobieren. Wow, sie passt wirklich gut und sie ist niedlich. Gut gemacht, die sieht toll aus. Danke, lass uns joggen gehen. Ich muss nur noch meine Schnürsenkel binden. Ich sollte diesen Kaugummi wahrscheinlich wegwerfen. Ich lege ihn erstmal hier hin. Oh, jemand schreibt mir. Oh mein Gott, dieses Workout war so hart. Stopp! Nein, ich habe Stopp gesagt. Warum hörst du nicht? Wo liegt das Problem? Was ist los mit dir? Ist das Kaugummi? Habe ich in Kaugummi gesessen? Warum lässt du dein Kaugummi immer überall rumliegen? Was soll ich jetzt mit dieser Hose machen? Aber weißt du was? Du bringst sie in Ordnung. Okay, obwohl ich nicht weiß, wie ich den Kaugummi abbekomme. Irgendwann heute, bitte. Oh, das ist lächerlich. Ich kann nicht glauben, dass du das gemacht hast. Da muss es doch was geben. Warte eine Sekunde. Ich habe eine Schere dabei. Auf keinen Fall. Ich will kein Loch in meiner Hose haben. Warte es ab. Vertraue mir einfach. Hab keine Angst. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Versprochen. Ich zerschneide jetzt deine Hose. Und fertig. Ich habe nur den Bereich mit dem Kaugummi abgeschnitten. Ja, genau wie ich es mir vorgestellt habe. Schau mal, probiere es an. Okay. Was soll ich damit machen? Beruhige dich und dreh dich um, bitte. Siehst du? Steck sie einfach rein. Ha, das ist tatsächlich niedlich. Ah, aber ich habe immer noch keine Hose. Hier, du kannst meine Jeans haben. Du siehst super süß aus. Puh, ich bin so froh, dass das geklappt hat. Okay, ja, du kannst reingehen. Oh, sieht aus, als gäbe es eine kleine Schlange, um reinzukommen. Ich hoffe, das Warten dauert nicht zu lange. Yay, die Schlange bewegt sich weiter. Wow, sehr schön. Geh einfach durch. Nein, nö, auf keinen Fall. Was? Naja, egal. Ich will auch gar nicht rein. Die Leute müssen einfach lernen, sich besser zu kleiden, wenn sie rein wollen. Als ob der etwas zu sagen hätte und sein Anzug ist so langweilig. Warte, vielleicht probiere ich diesen Look mal aus. Ich sagte nein. Ich muss doch irgendwas tun können, um da reinzukommen. Haare offen und keine Brille. Los geht's. Du schon wieder? Nein? Nein? Nein. Gott, warum kriegt sie das nicht in ihren Kopf? Das ist nicht fair. Er ist so gemein. Vielleicht, wenn ich diese Schere benutze, könnte das funktionieren? Warte, das wird funktionieren. Sorry, Tasche, aber ich muss dich zerschneiden. Das war's. Der Boden ist weg. Nun zum nächsten Schritt. Trage es wie ein Tanktop. Ich brauche etwas, um diesen Look wirklich zum Hingucker zu machen. Mit meinem Reifohrring sollte es gehen. Perfekt! Ich will jetzt rein. Wow, alles klar, du kannst reingehen. Yes, ich wusste, dass das klappt. Ich muss nur kurz an meinem Spind vorbei. Oh, er ist so süß. Bye, bye. Wir sehen uns später, Süßer. Ach du meine Güte, er ist da drüben. Hi. Er hat mich nicht mehr bemerkt. Das ist nicht fair. Oh, weint sie da drüben? Macht sie. Ob ich da wohl was tun kann? Ich weiß, dass sie in Jared verknallt ist. Weißt du was? Ich werde mit dir reden. Hey, weinst du etwa wegen Jared? Schau mal, ich glaube, ich kann dir helfen, seine Aufmerksamkeit zu erregen. Das ist richtig. Nimm meinen Arm, Ralf, und mach genau das, was ich dir sage. Okay, das kann ich machen. Oh, ich hoffe, das funktioniert. Na gut, zuerst muss ich mein Knopfhemd ausziehen. Und dann sagte sie, dass ich es verkehrt herum anziehen soll. Okay, das habe ich geschafft.
Jetzt kommt der Armreif. Dieser Teil könnte ein bisschen knifflig werden. Ich muss die beiden Enden hinter mich nehmen und durchstrecken. Dann muss ich ziehen, bis es schön fest sitzt. Jetzt muss ich die Enden vorne noch zuknöpfen. Und ich falte es einfach runter, dass man es nicht sehen kann. Perfekt! Jetzt die Brille abnehmen und die Haare aufmachen. Okay, ich glaube, ich bin bereit, meinen neuen Look zu zeigen. Wow, wer zur Hölle ist das? Sie ist unglaublich. Hey, ich habe dir diesen Bären gekauft, weil ich weiß, dass du Bären magst. Was zur Hölle? Wo kommen diese Typen her? Ja, das macht durchaus Sinn. Oh, ich bin wohl schon müde. Warte, was? Nein, auf keinen Fall. Ich werde diese Party definitiv nicht verpassen, aber ich kann so nicht hin. Okay, beruhige dich und denke kurz nach. Ich kann mein Make-up mit beiden Händen gleichzeitig machen. Das spart definitiv Zeit. Au, diese Ohrringe sind immer so eine Qual, sie reinzubekommen. Ach, ich habe die Bürste kaputt gemacht. Und jetzt zu diesen roten Pumps. Ihr habt definitiv die richtige Wahl. Aber was soll ich bloß mit meiner Garderobe machen? Zu schick. Zu lässig. Hey, ich denke, das ist genau richtig. Ja, das ist das richtige Outfit. Ganz sicher. Hey, bist du bereit für die? Oh nein. Du trägst das gleiche Kleid wie ich. Mist. Was sollen wir jetzt tun? So können wir definitiv nicht rausgehen. Oh, bleib genau da stehen. Ich habe eine tolle Idee. Ich weiß, wie ich mein Kleid anders aussehen lassen kann. Ich werde die Träger einfach überkreuzen. Genau so. Und jetzt brauche ich meine treue Schere. Ich schneide Schlitze in jede Seite. Perfekt! Wow, es ist fast komplett anders. Du siehst heute definitiv umwerfend aus. Hey! Oh wow, sie sieht toll aus. Und ich? Naja, sehe nicht so toll aus. Schade. Oh, irgendwie sieht sie traurig aus. Hey, ich weiß, wie ich sie aufheitern kann. Die Schere hier ist die Lösung für dieses Problem. Was hast du damit vor? Du machst mir Angst. Nein! Oh doch! Halt still, ich muss ein paar Schnitte vornehmen. Ich folge einfach dieser Naht hier. Ha, jo, ich bin ein Genie. Jetzt ziehen wir dir die Ärmel ab. Wow, das sieht schon viel besser aus. Wir sind noch nicht fertig. Oh, meine Brille? Okay, ich nehme sie ab. Sehen ist nicht so wichtig. Die Schnitte haben wahre Wunder bewirkt. Cool. Okay, wie abgemacht habe ich Saft mitgenommen. Ich habe die Becher dabei. Das ist aber nicht alles. Oh nein. Ich habe Schokoladencreme mitgenommen. Dein Ernst? Die esse ich am liebsten. Ich auch. Lass sie uns sofort essen. Der läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Ich verteile sie auf dem Brot. Hey. Hier für dich, das ist dein Stück. Juhu, danke schön. Ich brauche noch eine Serviette. Das ist so gut. Danke dir. Kein Thema, dafür sind Freunde doch da. Jetzt bin ich an der Reihe. Oh nein, meine ganze Kleidung ist voll. Oh nein, hier, nimm die Serviette. Das sollte helfen. Danke dir. Oh, hoffentlich hilft das. Nein, damit ist es noch schlimmer geworden. So ein Mist. Irgendwie muss ich dir doch helfen können. Warte, die Schleifen in meinem Haar, das wird die Lösung sein. Was soll ich denn damit machen? Vertrau mir. Okay, halte deinen Top hoch. Okay. Dreh es für mich um. Okay, nun kommt die Schleife. Ich wedle sie so durch die Träger. Okay, bist du bereit? Das kommt jetzt über deinen Kopf. Gut. Okay, wir sind noch nicht fertig. Ich brauche die Schleife nochmal. Die Schleife ziehe ich durch das Innere des Tops. Dasselbe mache ich auf der anderen Seite. Oh, schon kapiert. Von hier übernehme ich. Ich binde es am Rücken zu. Hey, Ladies, danke für die Einladung zum Picknick. Wir haben dein Outfit im letzten Moment gerettet. Oh, wow, dein Outfit ist der absolute Hammer. Oh, danke. Haut rein, wir haben jede Menge Snacks. Mal sehen. Oh, wow, das Outfit ist süß. Ich liebe es. Oh nein, das ist viel zu teuer. Ich sehe nochmal nach. Ja, ich bin sowas von pleite. Wie sieht es mit dem anderen aus? Mist, das ist zu wenig. Okay, dann lege ich selbst Hand an. Nope, nee, nein, auf gar keinen Fall. Oh,
Na also, das ist genau, wonach ich suche. Ach komm schon, seit wann ist da ein Loch drin? Das soll wohl ein Witz sein. Halt, ich weiß, was zu tun ist. Okay, ich habe meine löchrige Jeans und eine Schere. Zeit für ein Makeover. Ich schneide hier rein. Ich muss vorsichtig sein, damit die Naht gerade wird. Gut, dann drehe ich es und schneide hier entlang. Da ist das Loch. Ich schneide um das Loch herum. Perfekt. Aus der Hose mit Loch wurde ein super süßes Top. Ich bin ein Genie. Wisst ihr was? Davon brauche ich ein Selfie. Okay, die Mucke läuft und die Farbe steht bereit. Dann male ich mal los. Yeah, ich liebe diese Farbe. Das ist echt gut. Ich gehe mal hier hin. Oh, er ist nicht da. Jetzt muss ich ihm schreiben. Ich sitze hier und warte auf dich. Mann, ist das nervig. Hä? Was ist das? Oh nein, ist das etwa... Das ist Farbe. Nein, ist das zu fassen? Meine Hand ist jetzt voller Farbe. Halt! Oh nein, meine Hose! Ich sitze auf nasser Farbe. Das ist schrecklich. Wieso passiert mir das? Was mache ich jetzt? Kann ich sie abwischen? Zuerst versuche ich, meine Hand zu waschen. Oh, das geht nicht weg. Ob es wohl vom Stoff runtergeht? Oh, das geht nicht weg. Heute ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Yeah, das ist echt gut geworden. Voll krass. Hä? Wieso weint das Mädchen? Oh, ich habe Mitleid mit ihr. Sie heult wie ein Schlosshund. Oh, hey. Ich wette, ich kann dir weiterhelfen. Redest du mit mir? Du bist die einzige Person weit und breit. Komm mal her. Naja, ich habe nichts zu verlieren. Wow, wow, wow. Hör auf zu weinen. Hier, nimm das. Oh, je. Oh, sorry. Hier ist ein Taschentuch für dich. Nein, bleib fern von mir. Das hilft mir nicht weiter. Warte, warte, warte. Ich verspreche dir, dass ich helfen kann. Halt still. Ich verpasse deiner Hose etwas Farbe. Okay, dreh dich um. Danke, das sieht echt cool aus. Die Farbe sprühe ich an deinen Beinen entlang. An den Seiten kommt etwas Gelb hin. Das sieht toll aus. Mach die andere Seite auch. Ja, yep, mehr Farbe. Überall kommt Farbe hin. Du meine Güte, das sieht toll aus. Das ist unglaublich. Das habe ich sehr gerne getan. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Hier, ich muss dich für deine Dienste bezahlen. Wow, vielen lieben Dank. Bye. Sie hat mir so viel Geld gegeben. Hey, sorry für die Verspätung. Wir können los. Oh, ich habe schlechte Neuigkeiten für dich. Ja, wir müssen zuerst da lang. Komm mit. Oh, hey, da bist du ja wieder. Sieh mal, ich habe jetzt dein Schild. Einzigartige Designs. 10 Euro. Puh, das Wetter spielt heute wie verrückt. Hallo, Miss. Hier ist das heutige Menü. Danke. Oh, mein Gott. Er sitzt dort drüben ganz alleine. Er sieht rüber. Ich winke ihm flirten zu. Oh, was zum Geier? Was stimmt nicht mit mir? Ihr Flirtversuch ging voll nach hinten los. Oh, seht sie euch an. Ihr rotes Haar ist wunderschön. So süß. Was? Daran ist er also interessiert? Das ist wahrlich einer meiner besten Kuchen. Oh, ich muss eine Bestellung aufnehmen. Und los. Hallo, Sir. Was darf ich Ihnen bringen? Wow, du trägst echt viel Rot. Das ist meine Lieblingsfarbe. Oh, wie schön. Darf ich Ihnen etwas bringen? Natürlich. Aha. Ich nehme das hier. Halt! Hat er gesagt, dass Rot seine Lieblingsfarbe ist? Ich trage nichts Rotes, weder am Körper noch auf dem Kopf. Das ist unfair. Wie hätte ich das wissen sollen? Er hat ihr all seine Aufmerksamkeit gegeben, weil sie eine rote Schürze trägt. Sie ist super traurig, weil der Kerl mit mir geflirtet hat. Naja, hier ist ihre Bestellung. Guten Appetit. Das ist unfassbar. Wie unfair. Ich bin wütend. Sir, hier ist ihre Bestellung. Ich stelle sie hier ab. Oh ja, das sieht gut aus. Voll mit meinem Lieblingsgemüse. Guten Appetit. Was macht er denn jetzt? Ist er rotes Essen? Oh nein, da kommt noch ein Mädchen und sie trägt Rot. Die gefällt ihm wohl auch. Und das nur, weil sie Rot getragen hat? Moment mal, was ist, wenn ich könnte? Oh mein Gott, mir ist eine gute Idee eingefallen. Mal sehen, habe ich etwas dabei, was ich gebrauchen könnte? Oh, natürlich, mein Regenschirm. Den spanne ich auf. Aus diesem Regenschirm wird nun ein Rock gemacht. Ich liebe die Form und die helle Farbe. Oh, er sieht rüber. Hi, na, wie geht's dir? Oh mein Gott, ich muss ihr unbedingt diese Blume geben. Die Rose erinnert mich an dich, weil du so schön bist. Oh, vielen lieben Dank.
Möchtest du dich zu mir setzen? Hä? Was zum Geier ist das? Ein Regenschirm oder was? Ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll. Oh mein Gott, ich werde richtig müde. Zeit fürs Bett. Ah, kann's kaum erwarten zu schlafen. Hä? Ist das mein Handy? Wo ist es? Ach, da ist es ja. Okay, wer ruft an? Hallo? Hey, hey, ich bin auf einer Party und sie ist mega gut. Du solltest auch hierher kommen. Alle vermissen dich hier. Oh, ich bin zu müde. Moment. Oh mein Gott, wie konnte ich das bloß vergessen? Nein, heute ist der Tag der großen Party. Voll vergessen. Was soll ich anziehen? Oh, das sollte funktionieren. Okay, ich werfe einen Blick in den Spiegel aus meiner Handtasche. Hi, Penny. Ich hab's geschafft. Hi, Leute. Sorry für die Verspätung. Was zum Geier hast du da an? Oh, ist das etwa ihr Outfit für die Party? Das ist ihr Outfit? Oh je. Nein, meine Kamera darf so etwas nicht sehen. Ja, sorry, aber dein Outfit kannst du in die Tonne treten. Das ist zu brav. Du musst dir unbedingt etwas anderes anziehen. Kaum zu fassen, ich habe einen riesen Fehler gemacht. Was mache ich bloß, um das wieder gerade zu biegen? Nein, keine der Schleifen hilft mir. Die sehen alle zu brav aus. Keine süßen Haarreife mehr. Oh, halt. Ich habe zwei Haarspangen. Yep, damit kann ich auf jeden Fall arbeiten. Ich mache meine Zöpfe auf. Schon viel besser. Locker und flockig. Ran an die Arbeit. Bist du bereit, Haarklammer? Dann mal los. Ich ziehe meine Haare nach oben und befestige sie mit der Klammer. Dann drehe ich meine Haare um die Klammer. Genau so. Als nächstes muss ich die Haare auflockern. Nun stecke ich sie mit Haarnadeln fest, damit nichts verrutscht. So bleiben die Haare genau da, wo sie sein sollten. Jetzt fehlt natürlich noch die andere Seite. Und fertig. Der süße Haarreif ist von gestern. Hey Penny, bin wieder da. Oh mein Gott, deine Frisur ist ja der absolute Knaller. Du siehst toll aus, kaum zu fassen, dass du das gemacht hast. Wow, seht sie euch an, ihre Haare sind der Wahnsinn. Oh, davon muss ich unbedingt ein Foto machen. Yeah, mach Fotos, wir sehen toll aus. Unser Leben kann echt anstrengend sein, aber das heißt nicht, dass wir keinen Spaß an der Mode haben können. Na los, spring! Wow, das nenne ich mal einen modischen Sprung. Wenn es um Kleidung geht, vergiss den Unterricht. Ich präsentiere jetzt diese Outfits. Hey, gib mir dein Geld. Na, zieh dir mal die Braut rein. Na, Blatt im Auge. Oh, das tut echt weh. Oh, die Tasche gehört mir. Die schnapp ich mir. Ha. Oh, schon besser. Ja, das denkst du. Ja, ja, lenk dich weiter ab. Und hab sie. Mach's gut, Lady. Boah, das glaube ich aber nicht, Mister. Oh Mann, ich falle. Ja, vielleicht habe ich das nicht ganz durchdacht. Sorry? Oh, dieser Blödmann hat meine Designertasche zerstört. Ruf nicht die Bullen. Oh, ist das zu fassen? Was soll ich denn jetzt machen? Mann, meine ganzen Sachen liegen im Dreck. Was für ein Pech. Oh. Mein Halstuch. Ja, das scheint noch gut in Schuss zu sein. Ich wette, ich kann daraus was basteln. Ein Knoten hier. Und noch an den anderen Ecken. So, jetzt habe ich ein kleines Säckchen. Jetzt die beiden Enden zusammenknoten. Ein Doppelknoten ist hier am sichersten. Hallo, Schulterriemen. Sieht aus wie eine neue Handtasche. Perfekt, um meine Sachen aufzubewahren. Und die ist ziemlich süß, findest du nicht? Kein Dieb kann mir den Tag verderben. Bist du bald fertig? Autsch! Alles klar bei dir? Mann, was für eine Memme. Ja, es ist fast fertig. Alles klar, da hast du's. Ist es vorbei? Wahnsinn, ich sehe aus wie ein Rockstar.
Ich kann es kaum erwarten, bis das alle sehen. Der Pulli ist im Weg. Mann, wofür die ganzen Schmerzen, wenn es niemand sieht? Ein Pullover? Ach, Rookie-Move. Wird ein Knoten helfen? Och, ich hasse dieses blöde Ding. Außer... Oh, ich habe eine Idee. Ich kann den Ärmel benutzen, um den zusätzlichen Stoff oben zu halten. Oh, ich schiebe den Ärmel hier durch. Mhm. Siehst du? Jetzt ist er bauchfrei. Mein Coolness-Faktor ist gerade um eine Stufe gestiegen. Ja, schön, dass es dir gefällt, Kleine. Jo. Hey, danke, du gruselige Tattoo-Künstlerin. Ich meine, egal. Oh, es ist cool. Ich bin so glücklich. Also, das hört sich aber nicht gut an. Wir haben genug gesehen. Du bist gemein. Tschüss. Mal sehen. Emma? Ich hoffe, ich muss mich nicht übergeben. Ich komme. Die Konkurrenz ist groß, ha? Huh? Ich muss die aus dem Rennen werfen. Ich trinke einfach lässig meinen Kaffee. Ups, ach, wie tollpatschig. Hey! Mann, bist du verrückt geworden? Ach ja, das tut mir aber leid. So kann ich doch da nicht reingehen. Mann, das kann ich unmöglich anlassen. Ach, jetzt ist mein ganzes Outfit hinüber. Es sei denn, ich nehme eine kleine Anpassung vor. Lass mich mal nachdenken. Ich nehme den Träger, um das Hemd anders zu tragen. Siehst du, wie es jetzt sitzt? Nur ein bisschen kreatives Denken. Oh, wo hat sie denn dieses Top her? Mann, deren Outfit ist süßer als meins. Oh, nee. Ach, ich höre immer auf mit dem Modeln. Oh, tief durchatmen. Viel Glück. Ja, wie auch immer. Hey, was ist denn da drin los? Ich muss näher ran. Die nehmen die? Ach. Na, das Casting ist vorbei. Was willst du denn? Ich würde an deiner Stelle ein Taxi rufen. Oh, ist das wirklich gerade passiert? Ach. Diese Mollakkorde schaffen mich. Ha. Noch eine Motto-Party? Boah, ist das zu fassen? Wo war ich denn jetzt? Ach ja. Aloha, Betty. Bereit für das große Luau? Ja klar, warum nicht? Na dann los, aber die Richtung. Du kannst es doch nicht anlassen. Es ist eine Party und keine Beerdigung. Und? Du wirst die Gäste erschrecken. Ach, ein paar Blumen mildern das Ganze. Aloha. Ach, komm mit. Sind das unsere Optionen? Interessant. Es ist eiskalt auf Hawaii, stimmt's? Ich mach nur Spaß. Ich schätze, wir bleiben zu Hause. Dumme, hübsche Blumen. Also, jetzt fühle ich mich schlecht. Och, Bella, hallo? Was? Okay, ist gut. Verzeihst du mir? Du weißt, ich bin nie lange sauer. Ein pinkes Shirt? Das war die ganze Zeit vor unserer Nase. Fang! Das? Na gut. Das wird mir sowieso nicht passen. Siehst du? Und hier ist ein riesiges Loch. Das ist doch kein Problem. Hast du ein Shirt mit einem Loch drin? Nicht mehr lange. Jetzt, wo es abgeschnitten ist, haben wir etwas, womit wir arbeiten können. Schau, wie süß die sind. Nimm diesen zusätzlichen Stoff, um lustige Fransen zu machen. Knote sie einfach so zusammen.
Tada! Wow, das ist ziemlich süß. Gut gemacht. Ja, ich bin echt talentiert, oder? Wollen wir? Ja, bist du sicher, dass ich das richtig mache? Wow, das ist so cool. So bunt. Und fertig. Fantastisch. Oh, ich mag diese Stricknadeln überhaupt nicht. Aber es ist so schön, Zeit mit meiner Enkelin zu verbringen. Du lieber Himmel, was ist das? Und fertig. Wunderbar. Schätzchen, Schätzchen, sieh mal, was ich für dich habe. Oh, du hast mir einen neuen Pulli gestrickt. Danke. Bitteschön. Wow, ist ja ziemlich schwer. Na, was denkst du? Danke, er ist, klasse. Aber wenn ich den in der Schule trage, werde ich zum Gespött der Nation. Mein Ruf ist dahin. Ha, wie das Teil an dir hängt. Puh, du bist so dumm. Oh, keinesfalls, kommt gar nicht in Frage. Hey, Oma! Oh, sie ist eingeschlafen. Mist, was mache ich denn jetzt mit diesem Pullover? Moment mal, ich habe eine großartige Idee. Zeit für einen unglaublichen Klamottentrick. Ich werde diesen Pulli in etwas Vernünftiges verwandeln. Ich mache aus einem Rollkragen einfach einen Top. Okay, das sieht schon mal gut aus. Aber mit den Ärmeln muss ich noch was machen. Hey, ich binde sie einfach wie einen Gürtel um die Taille. Ein einfacher Knoten. Und die Enden stecke ich weg, damit sie keiner sieht. Und fertig, von einem übergroßen Pulli zu einem Strickkleid. Oh, Oma sieht so süß aus. Ich will sie lieber nicht wecken. Sie braucht ihren Schlaf. Sie ist so gut zu mir. Wollen wir doch mal sehen, wer jetzt lacht. Wow, was für ein geiles Kleid. Danke, hat meine Oma für mich gemacht. Yeah, Zeit für eine tolle Party. Hallo Leute, ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Du meine Güte, vielen Dank. Gern geschehen. Lecker Snacks. Ich liebe Geburtstagsgeschenke. Das Beste auf der Welt. Was da wohl drin ist? Oh, wie aufregend. Oh, wow. Was ist das? Er hat ja gar keine Ahnung von Mode. Hey, gefällt's dir? Das ist ein Rock, oder? Der ist echt lang. Eigentlich ist es eine Hose. Die Farbe ist wirklich cool. Oh Mann, die ist absolut schrecklich. Hey, keine Sorge, das kriegen wir hin. Oh, okay. Ein Versuch ist es wert. In Ordnung, retten wir diese Geburtstagskatastrophe. Hier ist diese gigantische Hose. Und für den ersten Schritt brauchen wir eine Schere. Ich schneide einfach dieses Hosenbein ab. Super, jetzt ziehe ich sie wieder aus. Und es ist keine Hose mehr. Über den Kopf und dieses Bein wird ein Ärmel. Tada! Die Katastrophenhose ist jetzt ein Oberteil. Hey, da bin ich wieder. Wow, hammermäßig. Ich wusste ja gar nicht, dass das Teil eigentlich ein T-Shirt ist. Jungs. Das wird so eine tolle Reise. Ich kann es kaum erwarten, braun zu werden. Ich habe mir sogar die erste Klasse gegönnt. Bis später. Ich muss nur noch erst fertig packen. Ich nehme einfach alles mit. Oh, den Sonnenhut natürlich auch. Hm, die Schuhe gehen aber gar nicht. Eigentlich brauche ich ein paar gescheite Strandschuhe. Hm, ich weiß, die müssen hier irgendwo sein. Ah, eine Maus! Sie knabbert meine Latschen an. Gib die wieder her, du Untier! Ich sagte, gib her! Ah! Los, raus hier! Gut, sie ist weg. Hey, Moment mal. Ich habe eine geniale Idee. Ich habe hier diese Gummistiefel und schneide die Spitze ab. So einfach. Und jetzt muss ich nur noch hier entlang schneiden. Und fertig. Wow, die sehen toll aus. Jetzt habe ich ein neues Paar Strandlatschen. Perfekt.
Was sagst du nur, du blöde Maus? Und ab geht's an den Strand. Es ist Waschtag. Wie gut, dass ich nicht so viel waschen muss. Oh, meine Jeans. Die ist definitiv meine Lieblingshose. Und das war's. Nur eine kleine Waschladung. Los geht's. Das kann ja nicht lange dauern. Mal auf die Uhr schauen. Ich setze mich einfach so lang hier hin und warte. Wow, hier kann ich so viel lernen. Ja, ich warte nur, dass meine Wäsche fertig ist. Oh, sie ist fertig. Ich rufe sie später nochmal an. Okay, da ist mein Rock. Was? Was ist denn damit passiert? Er ist winzig. Nein, 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 das kann nicht wahr sein. Bitte nicht auch meine Lieblingsjeans. Puh, die sehen noch ganz okay aus. Ich probiere sie sicherheitshalber an. Komm schon, rein da. Das muss doch passen. Oh, vergiss es. Die muss auch eingelaufen sein. Meine Lieblingsjeans. Total ruiniert. Unfassbar. Mir so den Tag zu verderben. Blöde Hose. Ich habe ihr doch überhaupt nichts getan. Warte mal. Vielleicht kann man ja doch noch was machen. Ha, ich ziehe sie einfach rückwärts an. Ich ziehe sie auf beiden Beinen ein Stück hoch. Und dann ziehe ich sie einfach hoch. Ja, es funktioniert. Diese Hose habe ich überlistet. Tschüss, Rock. Dich brauche ich nicht mehr. Ja, meine Lieblingsjeans hält noch eine Weile. Und sie sieht noch so gut aus wie vorher. Dann kann sie endlich losgehen. Scheint das richtige Haus zu sein. Oh, das muss mein Paket sein. Bitte schön, Ihre Lieferung. Ja, ich liebe es, Pakete aufzumachen. Und das hier kommt aus Australien. Ich muss nur rankommen. Komm schon, Klebeband. Geh ab. Och, das bringt nichts. Oh, na klar. Ich nehme die Schere. Ha, geht doch. Das ist doch ein Kinderspiel. Ich schneide das ganze Klebeband auf. Na endlich. Jetzt geht's auf. Oh nein, die Schere hat meinen Mantel ruiniert. Nein, er ist völlig im Eimer. Was für ein Riesenmist. Aber vielleicht kann man ja doch noch was machen. Okay, ich ziehe ihn einfach mal an und sehe, wo wir stehen. Jetzt brauche ich wieder eine Schere. Ich schneide einfach da weiter, wo er schon kaputt ist. So, einmal ringsrum. Und jetzt kann ich das Unterteil als Rock anziehen. Mit den Knöpfen bleibt er an seinem Platz. Klasse, jetzt habe ich eine kleine Jacke und einen Rock. Wow, das sieht großartig aus. Davon muss ich ein Foto machen. Diese Selfies werden so viele Likes kriegen. Ja, dieses Foto schicke ich auf jeden Fall. Oh, ich hoffe, es gefällt ihr. Es gefällt ihr. Sie findet es cool. Juhu. Ha, endlich entspannen. Das habe ich mir verdient. Okay, ich ziehe lieber meinen Badeanzug an. Oh nein, mein Badeanzug, er ist total ruiniert. Mist, diese Schokolade hatte ich total vergessen. Also, so kann ich den nicht anziehen. Was mache ich denn jetzt? Moment mal, ich glaube, ich weiß, wie ich den Nachmittag rette. Okay, ich brauche diesen Stoff von meinem Hut. Gut, da haben wir doch eine Menge, womit man arbeiten kann. Als erstes wickle ich ihn um meine Taille. Super, sieht fast wie ein Rock aus. Süß. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich ziehe den Stoff durch meine Beine und unter dem Knoten durch. Jetzt rolle ich den oberen Teil ein bisschen ein und benutze ihn, um am Rücken noch einen Knoten zu binden. Fertig. Und schon sitzt alles. Tada, mein neuer Badeanzug. Und jetzt lege ich mich endlich in die Sonne. Und immer genug trinken. Wow. Was für ein hinreißender Badeanzug. Hey, hör auf, sie anzustarren. Komm schon.
In der Tat, das muss ich zugeben.